Schokolade. So hätte ich mein Buch untertiteln müssen. Aber ich habe mir geschworen, nie Untertitel in meinen Büchern zu verwenden. Überbeansprucht verlieren sie ihre Schlagkraft. Schreiben Sie ein weiteres Buch. Ich mag Softcakes, After Eight und Bitterschokolade. Dass ich ein Psychopath bin, war schon früher zu erahnen. Ich bin niemandem wohlgesonnen, niemandem wohlgesonnen. Tritt ihr über die Grenze, dann ist Polen offen. Ich trink meinen Kaffee schwarz und esse dabei Gelee-Bananen. Dass ich ein Psychopath bin, war seit jeher zu erwarten. Ich bin niemandem hier, wirklich niemandem wohlgesonnen. Um den Boten nicht zu töten, fehlen mir die Botenstoffe. Ich komm auf die Party und verbreite miese Laune. Wenn ich steil gehe, fallen die meisten noch mit Eispickel vom Glauben. Feindseliger Auftritt, Angst. Einflößende Augen. Alle Wege führen nach Rom, aber keiner führt nach draußen. Ich lass dir alle Sinnesrezeptoren bersten, so als käme ich direkt aus der Innenwelt der hohlen Erde. In der Reichsflugscheibe mit McChemtrails als Regierungsjetpiloten heere und vergifte jeden tiefsten Winkel dieser Troposphäre. Gekommen, um sprachliche Minenfelder tot zu ernten. Ich koch mein Süppchen auf dem Krisenherd der Postmoderne. Mit ner Sprengkraft als sammle ich Pilze in Atomkraftwerken und servier Kostverächtern Vinaigrette in Kohlenschwärze. Du siehst mich beim Auftischen niederträchtig lächeln und der Psychiatrie-Patientin eine Living Urban Legend, von der sie nur in allerhöchsten Flüstertönen sprechen. Mich zu hören ist wie geradezu um Victim-Blaming betteln. Jeder Track ist konsequentes Storytelling, gedanklicher Odysseen, doch dir fehlen die roten Fäden in den Liedern. Aber sollte ich mal oberflächlich unterirdisch delivern, dann Adrenochrom in eine Washingtoner Pizzeria. Ich mag Softcakes, After Eight und Bitterschokolade. Dass ich ein Psychopath bin, war schon früher zu erahnen. Ich bin niemandem wohlgesonnen, niemandem wohlgesonnen. Tritt ihr über die Grenze, dann ist Polen offen. Ich trink meinen Kaffee schwarz und esse dabei Gelee-Bananen. Dass ich ein Psychopath bin, war seit jeher zu erwarten. Ich bin niemandem hier, wirklich niemandem wohlgesonnen. Um den Boten nicht zu töten, fehlen mir die Botenstoffe. Ich manifestier mich aus dem Nichts wie der Empty Man. Du fragst mich nach nem Selfie, ich verpixel die Handycam, sodass du erstmal denkst, es sei ein technischer Defekt, doch bei genauerer Betrachtung eine Entität entdeckst. Ihr könnt ja gerne nach euren komischen Dogmen leben, aber bedrohst du mich mit Glottisschlägen, kann ich dich nicht ernst nehmen. Die Zeugen von indoktrinierten Logikfehlern, die es rauszuschneiden gilt mit chirurgischen Knochensägen. Ich leg über euer Bullabü kosmische Horrorszenen, denn wenn ich dich erst entmenschliche, ist es kein Bodyshaming. Du kannst ein Vorbild meiner Songideen in den Romanen von Thomas Harris und den Novellen von Lovecraft sehen. Ich würd mein Vokabular um der Provokation willen ausschließlich mit negativer Konnotation füllen. Vielleicht schiebt mir der Verfassungsschutz Observationsfilme, doch ich bin gesichtslos auch auf den Soko-Phantom-Bildern. Du suchst verzweifelt die zweite versteckte Ebene, ohne zu wissen, auf welcher du eigentlich zugegen bist. Ist es die 1 oder 333? Mein Denken ist der Schacht und wer hineinfällt, eine Speise. Ich mag Softcakes, After Eight und Bitterschokolade. Dass ich ein Psychopath bin, war schon früher zu erahnen. Ich bin niemandem wohlgesonnen, niemandem wohlgesonnen. Tritt ihr über die Grenze, dann ist Polen offen. Ich trink meinen Kaffee schwarz und esse dabei Gelee-Bananen. Dass ich ein Psychopath bin, war seit jeher zu erwarten. Ich bin niemandem hier, wirklich niemandem wohlgesonnen. Um den Boten nicht zu töten, fehlen mir die Botenstoffe. Ich folge blinder Logik und halte nichts von diesen unwoken Gefühlschaoten. Symptomatik, Diabolik, Diagnose.